Welcome to the Quantum Storm Star Wars Collection. Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Dennis und schaut mal, was hier eingeflogen ist. Tja, der N1 Starfighter von Din Djarin. Mandalorians, N1 Starfighter. Dieses Modell, das ist ja eigentlich schon zweimal rausgekommen. Stimmt nicht ganz, ne? Weil im Jahre 1999 ist es in der Serie Episode 1 als Naboo Fighter rausgekommen. Im Jahr 2012 ist es in der Serie Movie Heroes auch nochmal als Naboo Fighter rausgekommen. Das hier stellt sozusagen eine für Din Djarin modifizierte N1 Version dar. Ist so ein bisschen in Silber gehalten. Die anderen beiden Raumschiffe waren in Gelb und ein bisschen Silber. Bevor wir zum Unboxing kommen, messe ich natürlich nochmal die Box aus. Gebe euch da ein paar Maße. Das heißt, dafür sehen wir uns gleich wieder. Da ist sie, die Box. Mit altbewährten, nämlich, dass hier wieder mal kein Aufkleber drauf ist. Aber auch, dass wir hier unten sehen, welches Zusatzmaterial denn mit bei sein soll. Zusatzmaterial, einmal ganz kurz näher angeguckt. Was wir sehen, ist zum Beispiel ein Stand, wo wir den N1 Starfighter gleich mehr raufklinken können. Wir sehen aber auch, dass wir Din Djarin mit drin haben. Wir sehen, dass wir sein Jetpack mit dabei haben, etc. etc. Das sehen wir alles. Aber eine Sache, wird uns gleich auffallen, ist nicht mit bei. Aber erstmal zur Box selber. Box, nochmal Box und wir haben auf der Oberseite noch so ein paar Bilder. Das ist alles auch soweit erstmal sehr schön. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir auch noch Bilder. Aber was interessant ist, wir drehen das mal hier um. Ich halte das mal ein bisschen näher in die Kamera, in der Hoffnung, dass der Fokus das mitmacht. Wir sehen ein R5-D4 Kopf und was wir nicht sehen, dass der mit enthalten sein soll. Nee, den darf man sich schön selber kaufen. Wie gesagt, 170 Euro die Box, inklusive Fighter natürlich, klar. Aber da hätte wohl mal ein Kopf mit bei sein können. Das wäre wohl nicht zu viel verlangt gewesen. Nein, jetzt muss man sich den selber nochmal nachkaufen, den R5-D4. Darf dann den Kopf von der Figur rupfen, damit er da in diesen Platz, wo normalerweise Grogu sitzt, mit reinpasst. Vielen Dank. Kann man machen. Okay, ich messe die Box erstmal aus mit dem Messwerkzeug meiner Wahl. Da hätten wir eine Breite von ein bisschen mehr als 45 cm. Eine Höhe von nicht ganz 36 cm. Und das ist ganz witzig, die Box ist recht schmal. Von 8 cm. Trägt also nicht sehr dick auf in der Tiefe. Okay, das soll es zu der Box auch erstmal gewesen sein. Sehr spannendes ist hier nicht dran zu finden. Ich werde mal einen Cutter besorgen. Auch den habe ich hier im Basement liegen. Einmal kurz in den Keller gegangen. Haben wir einen Cutter. Ich mache wieder das Paket nur von einer Seite auf. Andere Seite bleibt geschlossen. Und habe ja aus den letzten Videos gelernt, wenn der Flap oben ist, dann ist das Paket auf der richtigen Seite. Dann haben wir das Ganze hier schon in der Hand. So, den packen wir. Ah, Anleitung. Packen wir oben rauf. Anleitung. Da habe ich nachher noch was zu erzählen zu der Anleitung. Aber erstmal haben wir hier Din Djarin oder The Mandalorian.
in der Version N1 Starfighter. Was sehen wir? Wir sehen natürlich Mandalorian, klar. Haben wir hier noch was drin? Ja, sein Jetpack ist da auch mit bei. Und was ganz nett ist, auch hier, die Version ist unpunched. Ist ja in diesen Tagen doch eher selten geworden. Legen wir mal hier hin, Detailbilder kommen. So, Verpackungsmaterial haben wir natürlich auch. Was springt uns hier entgegen? Es ist die Base, da wo nachher der N1 Starfighter drauf gelagert werden kann. Legen wir auch mal weg. Kann das mit. Und dann haben wir sehr viele kleine Einzelteile. Was auch immer das sein mag. Das sieht mir sehr zur Base zugehörig aus, aber gucken wir uns nachher an. Erstmal packen wir alles aus. Was wir haben, haben wir. Scheint zu den Triebwerken zu gehören. Ja, das ist auch diesmal ein ordentlicher Bastelsatz. Auch das scheint mir zu den Triebwerken zu gehören. Das legen wir dann mal hier hin. Auch noch mal Triebwerk. So. Naja, für so ein Raumschiff muss ein Triebwerk natürlich auch da sein, sonst fliegt es nicht, ne? Sonst wäre das ja auch langweilig. Ne? Ah, okay. Ja. Vergaser. Na, von mir aus. Auch das. Oh. Und da haben wir auch noch mal Grogu. Nicht eingepackt. Oder nicht irgendwie auf Karte oder nicht im Blister von Din Djarin. Der ist solo eingepackt. Okay. Was fällt uns noch entgegen? Ah, die Kuppel. Ne? Grogu muss ja auch Luft bekommen im Weltall. Und offensichtlich nochmal was, was zur Base zugehört. Hm. Schön eingepackt alles. Und die Karte, die ist tatsächlich gerade. Gucken wir mal, wie das mit der Qualität... Ja, doch, das sieht gut aus. Ne, das letzte Mal, wo ich etwas ausgepackt habe, das war in diesem Fall der Thronsaal von Boba Fett. Da war ja auch eine Karte mit bei und die war schon ziemlich ramponiert, sage ich mal. Das war nicht ganz so schön. Das ist hier tatsächlich deutlich besser. So, was haben wir hier? Da haben wir nochmal ein paar Zusatzteile. Ah, die zeige ich nachher alle in den Details. So, aber wie wir sehen, alles schon mal sehr schick eingepackt. So, was haben wir hier? Kriegen wir das auch raus? Ja. Einmal du. Einmal das hier. Das gehört definitiv zum Basen. Ein richtiger Bastelsatz. Aber wie gesagt, ich hatte schon gewundert, dass die Box so schmal ist. Das muss ja irgendwo drin auch begründet sein. Ach so, vielleicht sollten wir das Schiff auch noch mit rausnehmen. Würde ja Sinn machen. Bevor wir das alles wieder zurückpacken. So. Du kommst erstmal hier hin. Dann kann ich hier einmal kurz wegräumen. Das war zu viel weggeräumt. Okay. Das war mal drin. Habe ich gesehen. So, dann das da hin. Das kommt hier rein. Aber nicht so, sondern so. So, wenn man es nämlich gleich ordentlich wieder reinpackt, kann man das Schiff im Zweifelsfall demnächst auch wieder hier in die Box verfrachten, falls man es mal nicht mehr ausstellen möchte.
Okay, das kann weg. Und das Schiff, das haben wir jetzt hier. Gut, dann müssten wir wahrscheinlich einmal die Betriebsanleitung studieren und mal schauen, wie das Ganze hier aufgebaut werden soll. Was erzählt uns die Anleitung? Die Anleitung erzählt uns, dass wir zuerst mal etwas zusammenbauen sollen. Das ist schon mal schön. Und zwar dieses Teil hier. Auf die Seite soll er. Und auf die andere Seite soll er. Das heißt, da wo der Knupsel sitzt, kommt die flachere und auf der anderen Seite kommt die tiefere Variante zum Tragen. Das haben wir erstmal gemacht. Wozu ist das? Aha, das ist dafür, dass das Schiff nachher hier eingeklinkt werden kann, allerdings andersrum. Also Kugel nach vorne, Schiff nach vorne, eingeklinkt und dann könnte das Schiff theoretischerweise so stehen. Okay, wenn man das nicht haben möchte, wird man wahrscheinlich dann nachher den Stand dazu nehmen. Das heißt also, das hier ist einmal für das Schiff ohne den Stand und das hier können wir aber gleich zusammenbauen. Dafür werden wir wohl hoffentlich keine Anleitung verwenden müssen. Einfach mal Klick. Genau, dann haben wir hier den Stand für das Schiff. Gut, also zweimal eine Variante, wie man das Schiff aufbauen kann. Was kommt jetzt? Jetzt sagt man mir, pack mal den Jaren aus. Das mache ich natürlich nicht. Was ich tun werde, ist das ganze Schiff zusammenzubauen. Und da sagt man mir fröhlicherweise, okay, wir nehmen die Flügel. Und die sollen hier einmal ans Schiff rangesetzt werden. Das funktioniert wunderbar. Dann haben wir die Endstücke. Die sollen auch angesetzt werden. Haben wir da eine bevorzugte Richtung? Ja, zumindest sind sie kodiert. Nicht runterwerfen. Genau. Haben wir hier zweimal die Endstücke. Na, so langsam wird auch ein Schiff draus. Und dann kommen wir hierzu. Das wird dann wahrscheinlich auf der nächsten Seite zu sehen sein. Genau. Hier haben wir ein Phänomen. Und zwar, dafür herzlichen Dank an die Community von lichtgeschwindigkeit.de, ist hier beschrieben, wie man den Heckteil sozusagen einmal aufbaut. Es ist beschrieben, dass hier so eine Stange rein soll. Witzigerweise ist beschrieben, dass man zuerst den Heckteil reinpackt und dann die Stange. Das geht aber nicht. Das muss man eigentlich genau andersrum machen. Und dementsprechend machen wir das einfach. Wir stecken hier mal die Stange rein. Beziehungsweise, naja, wir stecken hier mal die Stange rein. Und erst dann dürfen wir den aufsetzen. Weil andersrum macht das ja irgendwie keinen Sinn. Hat man ja gerade gesehen. Gut, was fehlt? Uns fehlt generell erstmal diese Schale. Diese Schale ist dafür da, dass Grogu hier rein kann. Und sich seines Lebens freut. Und wenn wir schon dabei sind, können wir jetzt auch das Ganze hier zumachen. Und schwupps haben wir
unseren Grogu in der Schale drin. Und dann kann das Ganze hier eingesetzt werden. Wir haben noch eine weitere Schale. Das ist diese hier. Und zwar ist die dafür da, um nachher den R5-Kopf aufzunehmen. Das heißt also, entweder ich benutze diese hier, stecke sie hier rein, packe dann den R5-Kopf rauf, den ich extra kaufen muss. Oder aber ich lasse hier Grogu drin. So, was fehlt? Das ist noch hier unser, wieder besseren Wissens, der Vergaser. Müssen wir mal ganz kurz gucken, wie der hier drauf kommen soll. Steht hier was? Man sagt so rum und drauf, dann werden wir das auch tun. Haben wir da Möglichkeiten? Tja, hätte ich jetzt gesagt, theoretisch schon. Aber wie hat man sich das vorgestellt? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Wir haben hier ja Zapfen. Wir haben hier auch Vertiefungen. Aber wenn ich mir das so ansehe, doch, könnte das Ganze hier reinpassen. Also wenn es gleich Knack sagt und ich ein doofes Gesicht mache, war das falsch. Soll das so sein? Ja, offensichtlich schon. Anders sehe ich nicht, dass es passt. Würde auch mit der Anleitung übereinstimmen. Diese drei Nupsis kommen nach vorne. Scheint also zu passen. Dann haben wir noch eine Abdeckung für ein Triebwerk. Die ist nur einmal vorhanden. Da kann man sich entscheiden, ob man das Ganze rechts oder links aufsetzen möchte. Ich entscheide mich mal für die Seite, komme ich im Moment am besten dran. Und dann fehlen ja noch diese beiden Sachen. Die kommen nach unten. Und zwar derartig, dass diese beiden nach hinten kommen. Das ist drin. Und dann haben wir das Ganze hier nochmal drin. Also man sieht schon, der Zusammenbau ist problemlos von diesem Schiff. Nun dürfen wir uns natürlich entscheiden, war das jetzt die 170 Euro wert? Also wenn ich mir das so angucke, es ist ja nicht schlecht detailliert. Kann man eigentlich gar nicht meckern. Wir haben einen kleinen Grogu. Ja klar, wenn wir jetzt von den 170 Euro nochmal die Figur abziehen, nehmen wir die mit 21 Euro an, dann liegen wir so bei bummeligen 149 Euro. Na, wenn wir dem Grogu jetzt mal ein paar Euros abziehen, dann liegen wir vielleicht noch ein bisschen drunter. Das darf jeder gerne für sich selber entscheiden, ob man da jetzt sagt, okay, das ist die 170 Euro wert. Ich kenne die Preise von den ehemaligen Naboo Starfighter nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass die damals so teuer waren. Ich glaube nicht, dass sie auch nur ansatzweise so teuer waren. Gut, aber wir gucken uns jetzt mal das Schiff auch an. Auf dem Stand, den wir hier haben. Ja, was machen wir? Ich hoffe mal, dass der da so einfach reingeht. Theoretischerweise schon. Und dann haben wir das Ganze hier auf dem Stand und können dann hier diverse Action-Position einnehmen. Ja, was fehlt noch? Natürlich habe ich noch nicht erzählt, dass man das Ganze hier, na, komm her, abklappen kann. Naja, also kann man, also offensichtlich hält ganz gut fest, ist jetzt nicht so lose, wie man es kennt. Ah.
Und schwupps hat Grogu keine Luft mehr. Wenn das im Weltraum passiert wäre, dann mal gute Nacht. Aber okay. Kann man also aufklappen. Steht auch in der Anleitung drin. Was man auch machen können soll, ist das Cockpit nach vorne schieben. Ja, das geht auch. Geht aber nur dann, wenn man vorne den Vergaser wieder abnimmt. Auch ein komisches Design. Ne? Ich steige mal in mein Auto ein, ich baue mal eben den Motor aus. Aber okay, soll so sein. Ich kann also sozusagen hier das Cockpit auch aufschieben. Gut, damit man jetzt einen besseren Eindruck von diesem Gefährt kriegt, mache ich jetzt noch mal ein paar Detailvideos und danach sehen wir uns gleich wieder. Stopp! Fast hätte ich es wieder vergessen. Wir messen mal das Modell aus. Gut, was haben wir hier? Schauen wir mal. Ohne, 54,5 cm. Dann brauchen wir die Breite. Wären wir mit 31,5 dabei. Ja, und die Höhe ist natürlich jetzt abhängig davon, wie man sich das Gerät gerne hinstellen möchte. Nehmen wir mal an, wir würden das so hinstellen wollen, dann hätten wir 18 cm in der Höhe. Wenn wir das Ganze etwas gerader hinrücken, dann haben wir immer noch 14,5. Und wenn wir es ganz hinstellen wollen, könnte man das hier rausnehmen. Das ist die Pflaster-Variante. Habe ich natürlich in Grogu nicht mitgemessen. Ne? Das ist ja ganz schlecht. Wären wir hier bei 9,5 cm. Na, wir setzen das nochmal auf. Ich habe tatsächlich den Grogu da nicht mit reingenommen. Aber wie man sieht, wenn wir den so hinstellen, müssen wir den Grogu mit aufnehmen? Nein, das Triebwerk ist natürlich dann höher. Aber wenn wir ihn gerade rücken, dann sollten wir ihn mit reinnehmen. Und dann liegen wir hier bei 18,5 cm. Das ist natürlich immer so ein bisschen plus minus abhängig davon, wie ich das ganze Modell darstelle. So, aber jetzt kommen wir zu den Detailbildern. Thank you.
ersatzweise habe ich mir mal einen anderen Kopf geschnappt von einem Bild-Droid-Druiden. Und man sieht hier, dass in der Mitte ein Stift ist und so ähnlich soll dann auch letztendlich der 5D4 ausgebildet sein, den man nachher auf Karte kaufen kann. Das heißt, dieser Stift, der kann nachher in den Einsatz hineingesetzt werden, der dann anstelle der Kuppel kommt. Und so wird das ja aussehen, wenn man anstelle der Uhu in seiner Glaskuppel einen Droiden in die Aufnahme mit hineinsetzt. Das ist er also, der N1 Starfighter von The Mandalorian. Was lässt sich ergänzend sagen? Zu der Figur, da gehört noch ein Darksaber, die Beskar-Lanze ist damit dabei und irgendwas, was doch aussieht wie ein Dolch. Der Starfighter als solches, der ist natürlich relativ schön ausgestaltet. Die Unterseite ist ein bisschen schmucklos, haben wir in den Details vielleicht auch schon gesehen. Und das hier als Kuppeleinsatz kein R5D4-Kopf mitgeliefert worden ist. Ich verlange ja schon gar nicht die ganze Figur. Das ist ein bisschen schade an diesem Set. Natürlich hat dieses Set auch wieder kein Light und Sound. Warum sich das Hasbro mittlerweile nicht mehr abbringt, verstehe ich auch nicht so ganz. Hätte sich hierfür wahrscheinlich auch einmal angeboten. Aber so ist es letztendlich. Und das ist etwas, mit dem wir wahrscheinlich in nächster Zukunft auch nicht mehr rechnen dürfen bei Hasbro. Okay, ich glaube oder ich hoffe, dass euch diese Vorstellung gefallen hat und wenn ja, wäre ich natürlich ganz dankbar für ein Abonnement bzw. für ein Like für dieses Video. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder Kommentare habt, dann könnt ihr sie mir auch gerne unter dem Video einmal verfassen. Und dann wünsche ich euch natürlich bis zum nächsten Mal mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Viel Spaß, einen schönen Tag und bis denn. Wo sollen wir landen? Vor allen Dingen, wo sollen wir bleiben? Ah, hallo. Ich spiele gerade ein bisschen. Ihr könnt euch ja nochmal ein Video angucken. Oder gleich den ganzen Kanal abonnieren.